reason, so to speak, to do it. But he has, anyway, I understand your point. The mining distribution is the one I just mentioned. Gaia zu sehen, wie es auf die Reise geschickt wird, nach all den vielen Jahren der Vorbereitung, das war ein sehr besonderer Moment für mich. My happiest moment was mein glücklichster Moment war, Gaia tatsächlich vom Startplatz in Französisch-Guyana abheben zu sehen. Das war eine außergewöhnliche Erfahrung. An extraordinary experience. Ich hoffe, dass ich mich daran erfreuen kann, was die Astronomen der Welt mit diesem schönen Datensatz, den wir ihnen zur Verfügung stellen, an wissenschaftlichen Erkenntnissen gewinnen. Es ist der 19. Dezember 2013. Am südamerikanischen Himmel über dem Startplatz der Europäischen Raumfahrtagentur ESA in Französisch-Guyana verschwindet langsam das Leuchten der soeben gestarteten Rakete mit dem Weltraumobservatorium Gaia. Ziel der Reise ist ein Bereich um den 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernten sogenannten Lagrange-Punkt L2. In diesem Bereich überlagern sich die Anziehungskräfte von Sonne und Erde so, dass ein dorthin gebrachter Körper antriebslos und scheinbar kräftefrei unserem Heimatplaneten bei seinem Umlauf um unsere Sonne folgen kann. Ungestört auch von Erde und Mond kann der von der gleißend hellen Sonne abgewandte Teil des Himmels bestens untersucht werden. Und ein Observatorium wie Gaia hat damit die Möglichkeit, während seines Umlaufs um die Sonne nach und nach jeden Teil des Himmels zu beobachten. Ausgestattet ist Gaia im Wesentlichen mit zwei identischen Spiegelteleskopen mit jeweils einem Hauptspiegel von 145 x 50 cm Durchmesser, die gleichzeitig zwei Himmelsgebiete im Abstand von knapp 107 Grad beobachten, während Gaia sich in 6 Stunden einmal um seine Achse dreht und so ein vollständiger Streifen am Himmel abgetastet werden kann. Über 100 CCD-Detektoren empfangen das Licht der registrierten Sterne auf ca. 1 Milliarde Pixel, wobei neben Bildern auch Messungen mit einem Photometer und einem Spektrographen gemacht werden. Doch was ist eigentlich die Aufgabe von Gaia? Gaia ist ein im Dezember 2013 gestarteter Satellit mit der Aufgabe, die genaueste Karte unserer Galaxie, der Milchstraße, zu erstellen. In den nächsten 5 Jahren wird Gaia mehrfach den Himmel durchmustern und dabei alle Objekte observieren, die heller als Magnitude 20 sind. Das werden im Wesentlichen Sterne unserer Milchstraße sein, aber auch andere Objekte. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt, aber wird etwa in der Größenordnung von 1 Milliarde liegen. Letztendliches Ziel der Mission ist es, einen hochpräzisen astrometrischen Katalog zu erstellen, aller dieser beobachteten Objekte. Aufgabe der Gaia-Mission ist also die Bestimmung der Positionen und Bewegungen der Sterne im Raum, die sogenannte Astrometrie. Sie ist notwendig zur Vermessung unserer kosmischen Heimat, dem Milchstraßensystem. Wie Millionen anderer Galaxien besteht unsere kosmische Heimat aus etwa 200 Milliarden Sternen, zahlreichen Sternhaufen sowie leuchtenden Gas- und Staubwolken, aus denen neue Sterne und Planeten entstehen, wie einst unser Sonnensystem vor fast 5 Milliarden Jahren. Die rotierende, scheibenförmige Struktur unserer Galaxis hat etwa 100.000 Lichtjahre Durchmesser und ist typisch für große Spiralgalaxien. Doch um detaillierte Antworten auf viele Fragen zur Struktur, zur Dynamik, der Vergangenheit und Zukunft unserer Galaxis zu finden, zum Zusammenspiel der gravitativen Kräfte von Sternen, Gas und Staub und der geheimnisvollen dunklen Materie, müssen die Positionen und Bewegungen der Sterne, ihre physikalischen Eigenschaften und als entscheidende Basis vor allem ihre Entfernungen im Raum genau vermessen werden. Und das in möglichst großer Zahl und Reichweite. Und Gaia wird dazu ca. 1 Milliarde Sterne vermessen. Wir denken, dass diese 1 Milliarde Sterne eine repräsentative Untermenge der gesamten galaktischen Population der Milchstraße darstellen.
Diese fünf Größen jedes Sterns plus die Radialgeschwindigkeit ergeben uns eine sechsdimensionale Karte, aus der zunächst mal ganz elementare Eigenschaften über Struktur und Dynamik abgeleitet werden können. Diese Information wird uns sehr viel lehren, hauptsächlich über die Milchstraße, also das System von 100 bis 200 Milliarden Sternen, dem die Sonne als ein Mitglied angehört, über die Geschichte, den Aufbau, die Entstehung und die Funktionsweise dieses Systems. Aber darüber hinaus wird es auch sehr viel lehren über die Sterne selbst, über die einzelnen Sterne und deren Entwicklung und inneren Aufbau und über viele, viele weitere Fragen aus der Astronomie. Zum Beispiel die Frage, wie viel Spiralarme unsere Galaxie eigentlich hat oder wie sich die Komponenten relativ zueinander bewegen, das werden wir wahrscheinlich beantworten können mit den Gaia-Daten. Um all diese Daten aus den Messungen von Gaia zu erhalten, benötigt man AGES. AGES steht für Astrometric Global Iterative Solution. Mit Hilfe von AGES werden die Position, die jährliche Bewegung eines Sterns am Himmel und die sogenannte Parallaxe, das ist ein Maß für die Entfernung, bestimmt. Und das für 1000 Millionen Sterne mit bisher unerreichbarer Genauigkeit. Doch bei AGES handelt es sich nicht etwa um ein Gerät, was diese Aufgabe durchführt, sondern um ein Verfahren. AGES ist das Verfahren, wie wir die Milliarden Teile an Informationen, die wir vom Satelliten erhalten, zu einer Karte der Galaxis zusammenbauen. Sie können sich das wie ein gigantisches Puzzle vorstellen, wo hunderte von Milliarden Einzelteilen präzise zusammengesetzt werden müssen, bevor man das Gesamtbild erkennt. Das Zusammensetzen dieses gigantischen Puzzles ist also ein aufwendiger Prozess, der über die Jahre und parallel zu den permanent von Gaia gelieferten Daten stattfinden muss und deshalb regelmäßige Meetings und Konferenzen der beteiligten Wissenschaftler wie in Heidelberg erfordert. AGES ist ein großes Programm, ein mathematisches Verfahren außerdem, das aus den vorbearbeiteten Rohdaten, Rohmessungen von Gaia, die angepeilten Eigenbewegungen, Positionen, Entfernungen von den beobachteten 1000 Millionen Sternen macht letztendlich. Es ist ein sehr komplizierter Prozess, der insbesondere die Bewegung von Gaia im Raum über die 5 Jahre sehr genau modellieren muss und auch die Geometrie von Gaia intern des Teleskops sehr genau bestimmen muss. Gaia eröffnet eine völlig neue Ära bezüglich Quantität und Qualität in einem Bereich der Astronomie, der schon immer eine extreme Herausforderung war, die Entfernungsbestimmung von Sternen. Denn selbst über Generationen hinweg scheinen sich die Sternbilder nicht zu verändern. Dass sich die sogenannten Fixsterne jedoch tatsächlich mit mehreren Kilometern pro Sekunde im Raum bewegen, bemerkt man ohne extrem genaue Messungen jedoch nicht. Denn selbst der nächste Stern ist bereits etwa 4 Lichtjahre entfernt. Und dies entspricht etwa 40 Billionen Kilometern. Es ist das Jahr 1838. Erst jetzt, weit über 200 Jahre nach Beginn der Beobachtungen mit Teleskopen, gelingt Friedrich Wilhelm Bessel an 61 Zygni im Sternbild Schwan die erste Entfernungsbestimmung eines Sterns. Für seine Messung nutzt er die Parallaxe, unter der man die scheinbare Ortsverschiebung eines entfernten Objekts versteht, wenn der Beobachter selbst seine Position verändert. Es ist also ein perspektivischer Effekt, der umso deutlicher ist, je größer die Basislänge zwischen den Messpunkten ist und umso näher uns das Objekt steht. Selbst ein relativ naher Stern zeigt nur eine winzige, aber seit den Zeiten Bessels messbare Verschiebung, wenn man ihn zu verschiedenen Zeitpunkten während eines Jahreslaufs beobachtet. Der Durchmesser der Erdbahn um die Sonne, 300 Millionen Kilometer, ist in diesem Fall die maximal mögliche Basis. Trotzdem handelt es sich um winzige Winkel, die gemessen werden müssen. Und bis vor wenigen Jahrzehnten lag die maximale Reichweite dieser Methode bei etwa 1000 Lichtjahren. Eine erhebliche Verbesserung trat erst 1989 mit dem Astrometriesatelliten Hipparcos ein, der 100.000 Sterne vermessen hat. Gaia wird 1 Milliarde Sterne messen
und dies mit einer unglaublichen Präzision. Doch was heißt Präzision in diesem Zusammenhang eigentlich? Das ist jetzt für einen Laien gar nicht so einfach zu sagen oder vorzustellen. Die Positionsgenauigkeit typischerweise ist 20 Mikrobogensekunden und mit der gleichen Genauigkeit wird auch die jährliche Bewegung und die Parallaxe, also dieses Entfernungsmaß, bestimmt. Das ist die Größe, dieser Winkel, auf den wir das genau bestimmen, das ist die Größe einer Münze auf dem Mond, also einer Euromünze zum Beispiel, von der Erde aus gesehen. Das heißt also, wenn man eine Lichtquelle, eine starke Taschenlampe auf den Mond stellen würde und würde sie um 2-3 Zentimeter verrücken, dann würde Gaia mit seiner Messgenauigkeit das im Prinzip feststellen können. Das Erreichen dieser kaum vorstellbaren Genauigkeit ist jedoch äußerst aufwendig und am Rande des technisch Machbaren, denn... Das sind zunächst einmal extreme Anforderungen an das Raumfahrzeug und an die Instrumente an Bord. Die müssen sich zum Beispiel sehr, sehr gleichmäßig drehen, das ganze Raumfahrzeug. Einmal in 6 Stunden, aber ganz, ganz gleichmäßig. Dann muss die Temperatur innerhalb des Raumfahrzeugs und insbesondere des Teleskops auf weit unter einem Tausendstel Kelvin genau konstant sein, über viele Tage. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, wir müssen in jeder Millisekunde der 5 Jahre, die Gaia misst, die Orientierung des Instruments, des 3 Meter großen Instruments, auf einige Dutzend Atomdurchmesser genau im Raum bestimmen. Und auch die relative Lage der Spiegel zueinander und der einzelnen CCD-Detektoren zueinander auf wenige Dutzend Atomdurchmesser genau. Sogar äußerst exotisch erscheinende Effekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Zum Beispiel ist die relativistische Lichtablenkung aufgrund der Präsenz der Sonne und der großen Planeten in unserem Sonnensystem wichtig und muss berücksichtigt werden. Das heißt, jene Ablenkung eines Lichtstrahls im Schwerkraftfeld von Objekten, die entsteht, weil deren Massen den Raum krümmen. Ein Effekt, der angesichts der geringen Massen im Sonnensystem zu winzig ist, um bei Messungen normalerweise eine Rolle zu spielen. Doch nicht so bei den Messungen von Gaia. Sie sind eine Herausforderung ersten Ranges. Grundsätzlich versuchen wir hier etwas 100-mal besser zu tun, als es bisher jemals gemacht worden ist. Und das heißt, dass wir nicht exakt genau wissen, wie sich das Material bei dieser Genauigkeit verhält. Eine Herausforderung sowohl für die Technik als auch für die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, wie bei ihrem Meeting in Heidelberg, weiter versuchen werden, bis zum Ende der Messzeit in knapp 4 Jahren ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen. Die ersten Ergebnisse, die wir heute und gestern hier gesehen haben, entsprechen unseren Erwartungen. Das ist alles sehr erfreulich. Sie sind noch weit von dem ab, was wir einmal erreichen wollen, aber sie liegen in dem Bereich, den wir im Moment mit unserer jetzigen Kenntnis des Instruments und des Raumfahrzeugs erreichen können. Und wir sehen Anzeichen, dass die Messgenauigkeit, die eigentliche Messgenauigkeit, die wir nachher noch erreichen müssen, tatsächlich in dem Bereich liegen, der vorher verlangt war und den wir anstreben. Diese 20 Mikrobogensekunden werden wir erreichen.